Nein, Babys. Wir sind wieder da. DDVD ist der 16.06.2022 und wir sind hier zu einem Thursday. Nein, zu einem Curse Day. Wir sind hier, um Curse of Strahd zu spielen. Na Leute, wie geht's euch? Boah. Ne? Ich hab ein Mikrofon sponsert bei DDVD. Oh yeah, Mike of the Golden Voice. Guck mal, sie kriegt immer 2 plus auf Persuasion jetzt. Achtet mal drauf. Das Ding ist, meine Voice ist ein bisschen crank. Deswegen don't expect too much. Ja. Aber expect some nice movement. Alle sind überarbeitet. Einige werden krank. Wir sind alle nur so mittel drauf. Aber... Weiß ja nicht, dass wir nicht vor unseren eigenen Gefühlen und allem, was in uns vorgeht, flüchten könnten. Wir können eiskalt Pen and Paper spielen. Darum geht's doch, oder? Ja. Was beim letzten Mal passiert, Leute? Sagt es mir. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Wow. Wir haben Wölfe bekämpft. Mitten im Wald. Das stimmt. Okay, Wir haben. Ja. Wir hatten mehrere Nahtoderlebnisse. Haben das Schloss gesehen. Wir haben rausgefunden, wir sind im Dorf Barovia angekommen. Und die Bürgermeister Villa ist im Süden des Dorfes. Dann kam Morganta, eine evil and gross Pastellverkäuferin. Mildred castet Detect Magic. Und totes Gesindel, Drachen, Strahd hat sie besiegt. Herrschaft über Land, Wetter, Tiere. Auch die Wölfe? Wir gehen zur Taverne, zum weinenden Drachenschädel. Dort sitzen 3 Ladies, einer hat Geburtstag. Und Igor, ist er unter ihrer Kontrolle? Wir gehen auf unsere Zimmer. Aber mit Jewel, geht nochmal raus mit so einem Typen labern, ja. Ja, und das war es auch schon. Nein, ich habe einen Vibe-Check gemacht und nichts herausgefunden, aber habe mir dann trotzdem gedacht, dem erzähle ich aber meine Lebensgeschichte. Und dann habe ich ihm erzählt, was wir so tun, was wir hier vorhaben und ob er Kolja Iranovic kennt oder wie er heißt. Und dann sagte er, das ist mein Vater. Und ich weiß nicht mehr, ob er auch sagte, dass er tot ist. I don't know. Allerdings hat er auch gesagt, dass er tot ist. Ja. Der also, Mann, von dem ihr... Ja, genau. Der Mann, von dem ihr einen Brief erhalten habt, eigentlich 2 Briefe jetzt in der Tasche habt, scheint tot zu sein. Und außerdem der Bürgermeister dieses Dorfes. Und außerdem der Vater von diesem jungen Mann, der dich dort angesprochen hat. Mysteriöser Stuff. Ja. Wobei die Frau, die uns hingebracht hat, uns erzählt hat, dass der Bürgermeister nur schwer krank ist. Und im Sterben liegt. Hat sie das so gesagt? Ich erinnere mich da jetzt nicht dran. Sie hat wahrscheinlich gesagt, dass es den Bürgermeister... Also die Pastetenverkäuferin. Die Pastetenverkäuferin hat, glaube ich, gesagt, dass es dem Bürgermeister einfach nicht so gut geht. Genau. Genau. So, er liegt im Sterben. Das macht so ein bisschen mehr noch aus der Story. Was wirklich mit ihm ist, wisst ihr nicht. Ob ihr seinem Sohn trauen könnt, wisst ihr nicht. Was eigentlich in diesem Dorf Barovia los ist, wisst ihr nicht. Lasst uns doch einfach rausfinden, was da passiert. Wir wissen aber, die alte Hag-Frau verkauft allen Bewohnern immer ihre Traumpasteten, die obviously Evil Magic Infusion haben. Wir haben eine gekauft, aber sie nicht gegessen. Noch. Und wir wissen, dass die Bewohner immer in den Häusern sind. Und nicht raus. Und dass sie alle weird sind und ja. Es ist dass der Typ im Schloss, der
irgendwie auch so ein bisschen Evil-Vibes hat, das Wetter kontrolliert. Und dass es um sein Schloss herum sehr neblig ist und er vermutlich auch für den Nebel verantwortlich ist. Ja, und auch die Tiere. Und was hat uns attackiert? Ach, das hast du ja schon gesagt, stimmt. Animals. Wolves. Oh. Und wir haben einen kleinen Spoiler gekriegt, wenn man bei Roll 20 guckt. Da hat Max nämlich was ganz Böses gewürfelt. Ihr wisst ja ganz schön viel. Gucken wir mal, ob ihr noch mehr rausfindet. Wir fangen jetzt an. See you on the other side, you babies. Was ist denn da? Ich hab eigentlich den Chat Boah, das ist echt so eine Erika und so eine Susi. Jules, vor dir steht Ismark. Er blickt dir in die Augen und hat dir soeben mitgeteilt, dass der Mann, von dem du den Brief erhalten hast und wegen dem ihr eigentlich hier seid, sein Vater und außerdem gestorben ist. Wann ist er gestorben? Entschuldigung, mein Beileid und so. Wann ist er gestorben? Vor wenigen Tagen. Vor wenigen Tagen? Das heißt, er hat den Brief noch geschrieben, bevor er gestorben ist? Haben wir... Es gibt auch... Mein Gott, ist das verwirrend. Wir haben auch noch einen zweiten Brief gefunden, der aber irgendwie inhaltlich so... vielleicht nicht so mega viel Sinn macht. Ich weiß nicht. Ich sage ihm noch, was im zweiten Brief stand. Wir haben ja diesen, den wir gefunden haben. Ob der das mal aufklären kann, ob wir einfach nur dumm sind oder ob das irgendwie nicht zusammenpasst. Er hört sehr genau zu und sagt dann: Nun, den zweiten Brief, den ihr beschreibt, hat mein Vater tatsächlich gesendet. Er sollte zu den Toren Barovias gebracht werden. Wo habt ihr ihn gefunden? Das heißt, der erste Brief. Und warum seid ihr nicht umgekehrt? Wir wussten ja nicht. Erstmal, ist es doch egal, das ist doch nicht dein Bier, warum wir haben wichtige geschäftliche Angelegenheiten hier zu erledigen. Aber auf jeden Fall bedeutet das, dass er den ersten Brief nicht geschickt hat, wenn du sagst, es ist der zweite. Er schüttelt mit dem Kopf. Wahrscheinlich eine weitere Lüge dieses Monsters. Der blickt an dir vorbei, hoch in den Himmel und schüttelt dann mit dem Kopf und sagt: Ich werde nun gehen. Ich will heim sein, bevor... Ihr werdet es hier herausfinden. Und er winkt ab und dreht um und verlässt dich dort. Und du siehst ihn davon schreiten in die Dunkelheit. Oh, Backe.
in den Nebel. Verstehe ich das gerade nicht so gut, Max. Oh. Er hat sich umgedreht und ist davon geschritten. Ja. In den Nebel, in die Dunkelheit. In den Nebel, in die Dunkelheit, über das Kopfsteinpflaster hinweg. Ja, ich gehe wieder rein. Und fahre an das Zimmer von erstmal von Mildred und Linda. Vorsichtig. Ja, Mildred und Linda, seid ihr noch wach? Wie lange ist denn Zeit vergangen? Die haben jetzt vielleicht 5 Minuten miteinander geredet. Dann wahrscheinlich nicht, ne? Also ich habe ja eigentlich nur schnell die Falle gemacht. Also Linda ist sofort eingegangen. Kommt drauf an, wie laut du klopfst. Wollen mal klopfen gegen meine schlechten Ohren. Gibt es Leute, die innerhalb von 5 Minuten einschlafen können? Vielleicht ist es auch mein Roleplaying-Goal, mal jemanden zu finden. Ich bin auf jeden Fall sofort eingeschlafen. Ich klopfe halt ganz normal an, so. Ja, ich glaube, ich kann dich dann schon hören. Ja. Dann. Ihr müsst ja nicht. Ich bin ja noch nicht eingeschlafen wahrscheinlich. Dann kriege ich nochmal raus aus meinem. Ich habe mir so ein kleines Lager gebaut, weil ja Linda im Bett ist. Entschuldigung. Ja, ich werde dir bestimmt Platz gemacht. Okay, gut. Auf jeden Fall kriege ich raus. Decken und öffne die Tür und mache dabei so einen großen Step über diesen Seilkreis. Sorry, ich wollte euch nicht wegschütteln. Linda schläft tief und fest und ich war noch wach und habe ein bisschen nachgedacht. Bitte passt auf mit diesem Kreis, das ist eine Falle. Ich steppe drüber. Dann mache ich die Tür so vorsichtig zu. Setz dich! Und ich zeige auf den Rand neben Passed Out Linda. Ich ich setze mich ganz vorsichtig da drauf, dass ich sie nicht wecke, weil ich habe Angst, dass sie, wenn ich sie aufwacht, mich einfach aus im Affekt ermordet. Rage killt. Aber ich gucke sie auch eine Sekunde länger einmal an, so nach kurz bevor, so nachdenklich, und dann gucke ich so auf das Amulett, aber ich sage nichts und dann gucke ich wieder zu Mildred und sage, ich wollte auch nur ganz kurz erzählen, ich war draußen mit diesem Dude in der Ecke und er hat mir erzählt, dass er der Sohn von diesem Kolja ist. Und dass Kolja tot ist. Ja. Und die Tochter? Und welche Briefe? Oh. Welcher der Briefe? Hast du mit ihm über die Briefe gesprochen? Ja, habe ich. Ich habe, glaube ich, gefragt. Also, Fakt ist, dass der Brief, den wir bekommen haben, wohl fake. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay. Und der andere? Ist richtig. Ist echt. Ist richtig. Er sollte das Stall hier verlassen, aber ja. Und der Typ sah ziemlich, war ziemlich. Aber Jewel. Er sagte, er ist. Weißt du, was das bedeutet? Ja. Wenn der zweite Brief. Dann ist Zeit von einem Vampir heimgesucht. Und die Tochter, die Schwester des Mannes, mit dem du da gerade gesprochen hast, Irena, wurde von einem Vampir gebissen.
Oh Mann, und ich. Hast du den Brief? Ja, oder ich suche ihn. Hier? Ich bin schon bis zur Taille über Kopf in meinem Rucksack und wühle und suche ihn und meine kleinen Füßchen strampeln. Und dann springe ich wieder raus und lese ihn dir nochmal vor. Ich habe ihn leider überhaupt nicht gut abgetippt. Irgendwas mit Ehre und Verzweiflung. Oh no. Und das Problem ist, wenn ich drüber nachdenke, was ich viel schlimmer finde, ist, dieser Baron oder Graf oder König. Sollen wir ihn herholen? Du musst doch gleich sowieso zu ihm, um bei ihm im Zimmer zu schlafen. Dann erzählst du es ihm einfach. Okay. Auf jeden Fall wurden wir ja offensichtlich hierher gelockt von diesem Typen, weil, und ich guck nochmal den Brief, hier, ich weiß nicht genau, was bei euch so abgeht, aber als er geschrieben hat, ja, ich zeige euch ich lehre euch alles über den Kosmos, bla 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 bla. Ja, das fand ich sehr interessant. Ich wollte sehr gern alles über den Kosmos wissen. Ja, ich auch. Das ist so ziemlich mein definierender Character-Trait. Und es steht einfach in diesem Brief drin. Das ist schrecklich. Und, meinst du, er weiß etwas über dich? Naja, vielleicht nicht über... Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall wurden wir hergelockt und das finde ich gruselig. Aber auch gruselig. Naja. Ich glaube, heute Abend können wir jetzt auch nicht mehr viel machen. Vielleicht treffen wir uns einfach morgen früh, ohne dass uns diese komischen Creeps hier sehen oder viel mitbekommen, und dann reden wir mal drüber, was wir machen wollen. Ja, ich denke, jemand, der viel Jahre dieses Land kontrolliert, ist sehr böse, aber hat vielleicht auch sehr interessante Dinge angesammelt in seiner ganzen Lebenszeit. Bestimmt viele Bücher und so. Ja. Sachen. Spannende Gerätschaften. Echt dumm. Ähnliche Folter! Folter-Methoden! Einfach so, Linda macht so auf, weil Jewel richtig laut Folter schreit. Oh, sorry. Naja, ich gehe dann mal ins Bett. Oh, dieser Igor, das gefällt mir nicht, muss ich sagen. Er wird als würde es ihm nicht besonders gut gehen. Hast du denn vielleicht irgendeinen Trick, irgendeinen Zauber oder so, der uns dabei helfen könnte, zu gucken, was mit ihm falsch ist und wie man ihm helfen kann? Weil irgendwie... Weiß ich nicht. Müsste mal dementsprechend in meinen kleinen... Noch einfach. Nein, Joel, bitte. Ich muss erst rausfinden, was mit ihm verkehrt ist. Ich möchte das wissen, denn du ihn umbringst, dann erfahre ich es nie und dann kann ich nie wieder schlafen oder sowas. Also, bitte lass ihn am Leben. Das war nur ein Witz. Ach so, okay. Wir kennen uns ja noch nicht so lange. Ich wollte jetzt auch nichts annehmen. Also, gut, dann werde ich Linda ins Bild setzen, wenn sie aufwacht. Und du wirst dich darum kümmern, es da ist zu sagen. Und wir werden uns morgen zum Frühstück treffen. Cool. Bis morgen. Bis morgen. Oh, Vorsicht mit dem Kreis, Vorsicht mit dem Kreis. Und ich hüpfe grazil drüber. Gute Nacht. Gute Nacht. Und dann gehe ich unauffällig an den Girls vorbei in mein Zimmer. Ja, die Vistani-Damen, die dort getrunken haben und Elisabethas Geburtstag gefeiert haben,
Die hängen da jetzt auch nur noch so auf den Stühlen. Und du kannst... Und du kannst einfach an ihnen vorbei. Und klopfst an das Zimmer an oder gehst du einfach rein? Ich mach's es beides. Ich mach so ein Tack, 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 aber geh auch rein direkt. Das ist so unhöflich. Dice, wie findet Jewel dich vor? Dice liegt in dem Bett und versucht gerade so eine Liegeposition zu finden. Ist irgendwie gerade so. Und als es klopft. Ja, du blickst übrigens rüber zu deinem Unseen Servant, der immer noch so Patrouille läuft, auf dem kleinen Stuhl. Das ist so ein kleiner, dicker Gnom, also Mini-Gnom. Ja, so ein kleiner, dicker, ich stelle mir so einen kleinen Goblin vor, so ein bisschen Goblin-ähnlich zumindest, mit so einem richtigen Wanst. Ja, der tapst da halt so Patrouille auf diesem Stuhl und als es an der Tür klopft, dreht er sich so ganz und guckt so. Und ist schon bereit, dich zu alarmieren, aber dann sieht er, es ist Jewel. Und du hattest gesagt, ja, Jewel. Wenn Jewel reinkommt, dann ist es okay. Und ja, sieht er, guckt dann zu dir, nickt nochmal und geht dann wieder Patrouille. Sehr gut. Hey. Ja. Ja, ich, hi, erstmal schönen Abend wünsche ich. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich mich auf die rechte Seite gelegt habe. Oh ja, ich werde sowieso, ich schlafe im woanders, ich, keine Sorge. Ich brauche das Bett nicht unbedingt hier, das Fell ist auf jeden Fall auch sehr bequem, glaube ich. Ah, da ist es ein bisschen, du siehst ihm so ein bisschen Erleichterung an. Und ich sage ihm alles, was ich den anderen beiden, also was wir gerade besprochen haben, bla bla, Falter, bla 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 bla, Vampir ist bad, Kolja ist tot, the whole shebang. Das heißt aber, wir bleiben an der Sache dran. Ich denke doch, ich meine, jetzt ist ja, wir können ja uns jetzt jeder überlegen, was wir von der Sache halten und ob wir gehen wollen oder nicht und ob wir weiter uns darum kümmern wollen, was das hier alles wieder rund läuft oder so. Und dann reden wir morgen drüber. Ich werde in jedem Fall gehen. Alles andere wäre... In den Büchern, weißt du, Dampf geben. Die wäre auf jeden Fall weiter nachgegangen und das werde ich auch tun. Ja. Ja, das glaube ich auch. Es ist trotzdem irgendwie merkwürdig. Ich muss immer noch an diese Vision denken, die wir alle hatten. Oder zumindest die ich hatte, bevor wir uns getroffen haben. Und ich fand, es war zwar gruselig, aber es war auch irgendwie total magisch und besonders. Aber jetzt habe ich Angst davor, ob es nicht vielleicht doch einfach nur ein böser Trick war oder so. Und wir gar nicht vom Schicksal hierher geführt wurden, sondern einfach voll irgendwer uns gerne töten will oder so. Foltern will oder Blut aussaugen. Und ja, die Wolfe hätten es fast geschafft. Stimmt. Aber nur fast. Ja, wir sollten schlafen, um wieder zu Kräften zu kommen, weil sonst wird uns morgen das gleiche Schicksal ereilen. Ganz egal, was sich uns in den Weg stellen wird. Das stimmt. Naja, dann. Und ich nehme meine ganzen Sachen und gar nicht drüber nachdenken,
lege ich mich so in die andere Ecke vom Raum und roll mich so ein, dass ich halt meine Sachen so an meinem Körper habe. Und wie so eine Katze roll ich mich quasi ein. Dice würde die Gelegenheit, wenn du wegguckst, nutzen und so ein bisschen seinen Finger anlecken und über die Seife fahren und dich das dann hier so drunter unter die Nase so ein bisschen hier drunter einreiben einfach. Und dann, und dann versuchen, so einzuschlafen. Dice, das gelingt dir nach kurzer Zeit. Ich warte mal kurz, wenn das Internet abbricht, damit wir nichts verpassen und ihr vor allen Dingen nicht. Da ist es gelingt dir einzuschlafen und dir auch, Jewel. Mildred? There it is! Mildred. We are sleeping. Doch, du bist wieder da, du bist wieder da. Mildred, obwohl... Obwohl es hier ganz und gar nicht Oh. Oh nein. Du bist wieder da. Du bist wieder da. Nein, auch immer nur, wenn wir sagen, er ist wieder da. Verdammt. Immer tief durchatmen, Max. Emma Woody Router praisen. Pray. Pray to the doggos. Oh oh. Ich will keine Streams mehr machen, bis das Internet da ist. Okay. Mildred, auch wenn es hier echt unangenehm ist. Red einfach weiter. Red einfach weiter. Wir versuchen es uns zusammen zu puzzeln aus den Bits. Und takes clues. Ja. Das wird ein spannendes Mildred, Abenteuer, ey. Mildred, auch wenn es hier nicht irgendwie besonders einladend oder heimelig ist, ist es doch jetzt zum ersten Mal seit mindestens 24 Stunden, dass du eine weiche Unterlage unter dir hast und es gelingt dir, auch einzuschlafen. Linda, du bist die Einzige, die ja nicht schlafen muss. Du musst eigentlich nur da sitzen und meditieren, nicht wahr? Ja. Kannst du schlafen? Ich habe einen kleinen Nap gemacht. Ich würde mir aber vorstellen, dass du durchaus ab und an mal, also du nimmst ja noch ein bisschen deine Umgebung wahr, und dann nach so ein, zwei Stunden hörst du vom Norden her ein Glockenläuten. Ich glaube, ich sitze auf wie so ein Hund, der so ein Geräusch hat. Ja. Du öffnest die Augen und du siehst, dass das Zimmer jetzt von einem ganz, ganz schwachen, grünen Licht erhellt wird. Das auch so etwas flackert. Als wäre draußen irgendeine Lichtquelle, die in das Zimmer scheint. Ist da ein Fenster? Ja. Würde ich mich da... Ich würde so vom Bett aus in die Hocke auf dem Boden... Und dann so in so einem Kriechen so zum Fenster und mit großen Augen da durchgucken. Als erstes siehst du einen Strom aus schwach grünem Licht. Und je länger du den beobachtest, desto mehr und mehr Konturen werden darin erkennbar. Du siehst durchsichtige, unstete, geisterhafte Gestalten. Allesamt von bewaffneten Männern und Frauen aller möglicher Rassen. Du siehst Menschen mit zwei Handschwertern,
barbarische Frauen mit großen Äxten, Ork-Magier, Zwerge, Kleriker der Menschen, die allesamt in dieser geisterhaften, gespenstischen Form voranschreiten in ihrer Prozession. Das erinnert mich an meinen Traum. Ja. Und du weißt tatsächlich gerade nicht, ob du träumst oder ob du wach bist. Mach mal bitte einen Wisdom Saving Throw gegen 13. Komplett vergessen. Warte, ich kann auch so würfeln, die Beyond aufzumachen. Wisdom Save, kriege ich keinen Bonus. 2. Das erinnert dich alles sehr stark an deinen Traum. Und du kriegst schon so ein bisschen Panik. Ich schlag wahrscheinlich mit der Faust auf den Boden ein. Auf den Holzboden und versuche da so ein bisschen Resonanz zu kriegen, dass ich nicht träume. Ja, also die erste hölzerne Fläche, die da ist, ist die Fensterbank. Und du schlägst da so drauf und Mildred, davon wachst du auch auf. Und als Mildred hochschreckt, merkst du, du bist in der Realität. Das passiert dir gerade wirklich. Kinder? Ist alles in Ordnung? Ich glaube, Linda dreht sich einfach nur zu dir um und schaut dich an und versucht, warte drauf, dass du wahrnimmst, was hier los ist. Sehe ich irgendwas Besonderes? Ja, auch dir fällt dieses grüne, gespenstische Licht auf. Also es ist jetzt hier einfach, ich sehe einfach grünes Licht. Ja, schwach grünes Licht, was durch das Fenster in den Raum dringt. Habe ich lange geschlafen oder nicht? 2-3 Stunden vielleicht. Also habe ich irgendwelche mit meinen Spellslots recovered oder nicht? Noch nicht, ne? Noch nicht. Ich bin out of everything. Okay, ja. Dann in dem Fall springe ich aus dem Bett und gucke aus dem Fenster. Würde so ans Fenster schreiten. Ich drehe mich auch dann wieder um. Den da nehmen und... Wenn ich in der Hocke bin, bist du wahrscheinlich genauso groß, ne? Wie süß wir sind. Wir sitzen beide am Fenster und seht eine ja nicht enden wollende Prozession an geisterhaften Kriegern, Magiern, Klerikern, Paladinen, die dort langziehen, entlang der Straße. Ich würde mich so hinter der Fensterbank verstecken. So ein bisschen einkörlen, dass ich nicht aus dem Fenster gesehen werden kann. Und die gehen in Richtung von da, wo wir mittlerweile wissen, dass das Schloss sich befindet? Oder in eine andere das Richtung? Das könnte gut sein. Die gehen auf jeden Fall in Richtung Westen. In Richtung Westen. Ja. Es könnte sein, dass sie in Richtung des Schlosses ziehen. Was glaubst du? Linda. Was das für Leute sind? Ja. Nicht so gutes Gefühl bei der Sache. Hast du so etwas schon mal gesehen? Ja. Wo denn? Weit weg. Hey. Waren es da auch grünes Licht und so?
Nein. Auch Geister oder keine Geister? Mm-mm. Keine Geister. Und das war aber genau so. Eine Prozession an Kriegern. Keine Krieger. Okay. Vielleicht war es dann doch nicht ganz das Gleiche. Kann ich nochmal schauen, ob ich irgendwas an diesen Leuten erkenne, so wie irgendwelche Besonderheiten an der Kleidung oder irgendwelche Besonderheiten an der Zusammensetzung dieser Leute. So. Also im Grunde sowas wie, ob sie so eine Armee sind zum Beispiel oder ob es einfach random Leute sind oder so, ist, glaube ich, die Frage, die mich antreibt. Du kannst nochmal Perception werfen, was du erkennst. Okay. 16. Sehr gut. Ja, du beobachtest weiter diesen Marsch. Versuchst ganz genau auszumachen, was das für Leute sind. Und du siehst tatsächlich teilweise Leute in ähnlichen Uniformen. Aber das sind immer nur einzelne Abschnitte dieser Prozession. Es sieht tatsächlich aus wie eine zusammengewürfelte Truppe aus Abenteurern. Viele Kämpfer und Soldaten, aber auch Magier und Waldläufer. Teilweise auch mit ihren Tieren an der Seite. Und was dir auch noch auffällt, ist, dass sie dich überhaupt nicht zu bemerken scheinen. Also, es blicken auch Leute in deine Richtung teilweise, aber sie scheinen nicht dich irgendwie im Ansatz zu registrieren. Wie nah gehen die am Fenster vorbei? Vielleicht so 5 Meter davon entfernt. Hm. Okay. Nee, ich glaube, Mildred guckt einfach nur Linda so an und sagt so, vielleicht sind wir nicht die Ersten, die diesen Brief erhalten haben in den letzten 400 Jahren. Darüber muss ich erst mal eine Nacht schlafen. Ich möchte nicht in diesem Marsch mitmachen. Mm-mm. Es sind so viele Menschen, Wesen. Uff. Und sie kriegt so kopfschüttelnd zurück wieder in die Bettdecken und legt sich hin. Ja, ich glaube, Linda würde sich, wie gesagt, so unterm Fensterbrett gegen die Wand lehnen und einfach den Rest der Trance so machen und gucken, dass Mildred schlafen kann. Ja. Irgendwann hörst du ein leises, sehr niedliches Schnarchen aus Mildreds Richtung und das ist so ungefähr der Moment, in dem das grüne Licht abebbt. Und auch du ein wenig Ruhe finden kannst. Mhm. Ihr wacht auf am nächsten Morgen und habt eine lange Rast hinter euch. Nice. Jawohl. Endlich. Oh boy, okay.
Ihr wacht jeweils in euren Zimmern wieder. Und als ihr aus dem Fenster blickt, ihr denkt, ihr wisst, es muss jetzt irgendwie morgens schon sein. Es ist immer noch ziemlich dunkel draußen. Es ist schon heller, aber es ist ein stark bewölkter Tag. Es ist immer noch ein bisschen neblig, als ihr rausguckt. Und ich muss auch sagen, auch wenn ihr euch erholter fühlt, dieses seltsame Land schlägt euch schon auf die Stimmung. Aber wir fühlen uns erholter im Sinne von Long Rest. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, Dice wird auf jeden Fall aufstehen. Mhm. Das Bett ist leider nicht so gut wie das bei ihm zu Hause. Nee. Und also als du in dem Bett auch aufgewacht bist, ist dir oben an der Ecke ein riesiges Spinnennetz aufgefallen, in dem eine ziemlich dicke Spinne hockt. Dann springt Dice extrem schnell aus dem Bett auf tatsächlich und klopft sich ab und wird erstmal das Fenster aufreißen und lüften. Jewel ist auf jeden Fall sehr, sehr cranky noch für ein paar extra Minuten in der Ecke, bis sie irgendwann auch aufsteht und ihr Fell ist total zerzaust, auszieht, so ganz, das steht einfach komplett ab in alle Richtungen, ein Auge ist so zerknautscht. Ihre Lippe ist noch, hängt noch so an ihrem einen Zahn. Oh mein dran. Gott. Und hier ist so eine Sauerspur. Dice würde so diese Spinne angucken, das Bett angucken. Dann würde er an dir hängen bleiben mit dem Blick, wie deine Lippe da oben so eklig festklebt. Oh mein Gott, okay, that's okay. Und würde einfach so seufzen. Das wird ja ein Abenteuer. Morgen! Guten Morgen. Oh, you're a morning person, huh? Wenn sie einmal aufgestanden ist. Und, wie hast du geschlafen, Ditsche? Ditsche. Das lese ich auch die ganze Zeit so. Ja, Jewel, ne? Ach, ich weiß nicht. Das Bett ist ganz schön hart gewesen. Also wie man auf dem Boden schlafen kann, das werde ich wohl niemals ganz begreifen können. Du hast noch nicht viel nicht in einem Bett geschlafen, nehme ich an, oder? Nein, wenn ich mir aussuchen kann, dann schlafe ich eigentlich sehr gerne in einem weichen und möglichst großen, komfortablen Bett mit vielen Kissen und einer viel bequemeren Decke. Und auch die Bettwäsche, die sagt mir nicht so ganz zu, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Sie ist rau. Vielleicht können wir ja mit Igor sprechen, ob er uns für eventuell kommende Nächte eine bessere zur Verfügung stellen kann. Meinst du, wir haben Glück? Weißt du was, Chivel, das werde ich direkt mal versuchen. Außerdem werde ich Igor fragen, ob er mir ein Bad einlassen kann. Ich fühle mich nach diesem Schlaf irgendwie nicht so ganz sauber. Und dann würde Dice hier so aus der Tür rausgehen. Du betrittst den Schankraum, in dem du gerade Igor an diesem Drachenschädel stehend entdeckst. Dieser alte Mann ist vorgebeugt über diesen Schädel und streicht gerade ein Streichholz an und zündet die Kerzen im Inneren des einen Auges an. Das würde Dice einen kleinen Scherz nutzen
Und er würde mehrmals Thaumaturgy casten und die Kerzen so rot leuchten lassen und dann aus so einer tiefen, kehligen Stimme aus dem Drachenschädel herauskommen lassen. Man lasse dem Herrn mit den Hörnern ein Bad ein. Dieser alte, apathisch wirkende Mann steht vor dem Schädel. Und macht dann weiter mit seiner Arbeit. Ja, also Dice hat immer noch seinen Morgenmantel an und würde dann weiter auf Igor zugehen und sagen: Guten Morgen, Igor, ihr habt den Drachen wohl nicht ganz gehört. Hat der euch nicht gerade gesagt, mir ein Bad einzulassen, wenn ich das richtig gehört habe? Es wäre eine großartige Idee. Ich zahle auch. Er dreht sich dann zu dir um, ganz langsam. Ich kann eurem Wunsch nicht nachkommen. Was meint ihr damit, ihr könnt meinem Wunsch nicht nachkommen? Es gibt hier wohl kein fließendes Wasser. Du siehst ihn, wie er ganz langsam noch Kerzen anzündet. Nun ja, es gibt Feuer, es wird Wasser geben. Ihr habt sicherlich irgendwo einen großen Eimer. Ich verstehe das Problem nicht ganz. Was ist Ihr Wunsch? Ein Bad. Und ein Frühstück. Ich kann Ihrem Wunsch nicht nachkommen. Frühstück ist bereit. Und er dreht sich um und geht wieder in Richtung der Theke. Wo er, wie du sehen kannst, jetzt ein Frühstück vorbereitet. Boah, ja gut, er schneidet Dice ein Brot auf. Dice setzt sich relativ niedergeschlagen an den Tisch. Sitzt da wie so ein Häufchen Elend in seinem Morgenmantel. Ihr anderen, werdet ihr euch Dice anschließen? Oder wie sieht euer Morgen noch aus? Ja, also Jewel hat das auch beobachtet und sich auch ein bisschen kaputt gelacht über den Joke mit dem Drachen. Und geht jetzt einfach auch an einen Tisch. Linda geht auch an einen Tisch. Ich glaube, sie beobachtet aber Igor trotzdem noch. Unwohl. Bevor irgendjemand fragt, ich habe schon gefragt, es gibt kein Badewasser. Ich habe es Igor versucht, zweimal zu erklären. Er hat es nicht verstanden. Er hat gesagt, es ist nicht möglich. Ich habe ihm erklärt, wie er mir ein Bad einlassen soll. Er hat sich regelrecht dagegen entschieden und bereitet jetzt irgendeine Art von Frühstück vor, das ich wohl in meinem Morgenmantel einzunehmen habe, wogegen ja grundsätzlich erstmal nichts einzusetzen ist, aber ich weiß nicht, wie ich hinterher mit meinen Schlafklamotten und dem Schlafsand in den Augen in meine normalen Reiseklamotten steigen soll. Das ist eklig, barbarisch. Sagt Linda, das sagst du, und Linda guckt man sich runter, die einfach in ihren Klamotten geschlafen hat. Mann, ist so. Ja. Mildred, echt bist mal du auch dabei, eigentlich? Ich jetzt? Ja. Ja, schon. Ich wollte aber vorher im Zimmer noch was gemacht haben. Ja, auf jeden Fall, erzähl's uns. Wenn's geht. Vielleicht sogar, als Linda noch da war, aber vielleicht ist Linda auch vor mir aufgestanden, das weiß ich nicht genau. Aber nach dem Aufwachen durchwühle ich meinen Rucksack nach so einigen Equipment-Sachen und würde Ritual casten Find Familiar, weil ich mir nach gestern Nacht denke, ein weiteres Paar Augen brauche ich. Oh mein Gott.
Und ich habe das nicht jetzt wegen der Szene gerade mit Jewel, aber ich habe das schon vorher irgendwann bei Max in der Sprachnacht geschickt, dass ich eine kleine Spinne summonen möchte. Oh, no. Eine Familie, die eine kleine Spinne ist. Aber also ansonsten ist es einfach eine ganz normale Spider, ein Hitpoint. AC irgendwas. Und die sieht aus wie eine ganz normale kleine schwarze Spinne, aber hat so eine kleine goldene Zeichnung auf dem Rücken, die aussieht wie eine Brille. Also, so dass man sie ein bisschen erkennen kann. Wenn es geht. Wenn es geht. Du sitzt auf dem Bett und du hast ja alle Components da. In einem kleinen Kessel. Da. Ah, mit ja einem kleinen Kessel, okay. Ja, da alles da, die, ich verbrenne Sachen in dem kleinen Kessel. Sehr gut. Es raucht und dampft aus diesem Kessel heraus. Und du weißt, gleich ist der Moment, wo du den Rauch einatmen musst. Und dabei musst du die kleine Spinne visualisieren. Genauso wie ja du dir sie vorstellst. Ja. Und da ist sie, eine kleine Spinne mit so einem kleinen, dickeren Körper. Und hinten ist so eine goldene Brille drauf. Und jetzt weißt du, ausatmen in den Topf hinein. Und es. Und du hörst es kratzen im Topf. Und als du reinguckst, da muss irgendwas schiefgegangen sein. Oh. Die Spinne, die du dort siehst, ist knochenfarbig. Weiß? Nein. Ja, ihr ganzer Körper. Eigentlich ein schwarzer Panzer aus Chitin sein sollte, ist knochenfarbig. Und du siehst auch, dass kleine Knochen zusammengehalten werden, irgendwie magisch. Also Bone Structure Spinne. Ihr Körper ist ebenfalls knochenweiß. Und dort hinten zeichnen sich so Ranken ab. Ranken von Schwärze, als wäre Farbe aquarellmäßig verlaufen. Na, sowas habe ich mir aber noch nie vorgestellt. Und die tippelt am Boden des Kessels. Also, wenn du im Raum noch warst, dann hätte ich dir natürlich vorher erklärt, was ich jetzt mache. Nämlich eine kleine Spinne in einem kleinen Kessel beschwören. Aber ich stelle mir vor, dass du eigentlich schon beim Frühstück bist. Okay, jetzt mach einfach. Eigenartig. Laut meinem Plan hätte das ein bisschen anders laufen müssen. Ich dachte, ich könnte das. Also ich habe es noch nie gemacht, aber was habe ich falsch gemacht? Knochen. Du siehst, wie die Spinne sich vom Boden des Kessels abstößt, hochspringt und auf dem Rand landet. Nein. Hallo? Kann ich sie so mit meinem Finger so ganz freundlich anstupsen? Ja, eins ihrer Beine ist so hoch in so einer Geste des Grußes. Warte, hier steht in meinen Unterlagen, und ich hole so ein Notizbuch raus, dass wir telepathisch kommunizieren können. Nein, Max Spinnenstimme, get ready. I'm ready. It's ready. Ich bin nicht ready. Kannst du mir kurz sagen, was das ungefähr für ein Charakter sein soll? Also ich Mildred hat sich natürlich einfach eine freundliche kleine Begleitung erhofft. Der oder die. Für uns scouten kann und einfach so da ist. Mhm. Okay, hallo? Bist du da? Ja, ich bin da. Sie guckt so hoch. Hi, ich habe dich gerade beschworen, um einfach da zu sein.
Bist du damit okay? Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich bin hier, ja. Ich bin jetzt da. Die Spinne kommt aus Frankfurt an der Oder. Macht so mit ihren zwei Vorderbeinen. Zurück zu mir den Achseln. Oh, das ist so adorable. Bist du schon immer so? Als Knochenspinne? Oder nur jetzt gerade? Du hast mich gemacht? Stimmt. Was soll ich machen? Oh, interessant. Höchst interessant. Ausgesprochen interessant. Also so wie es aussieht, bist du jetzt einfach da. Und gehörst mit zu mir. Und ich bin Mildred, eine Abenteurerin. Was, magst du Abenteuer? Ich bin noch nicht so lange da, weißt du? Ich weiß noch nicht. Hast du einen Namen für mich? Ja, also ich habe mir eigentlich noch keinen ausgedacht. Spony. Ich. Wie wär's mit Boney? Wegen Knochen, ne? Ja. Ist nicht mein kreativster Tag. Du kannst dir einen eigenen ausdenken. Wenn dir ein guter einfällt, dann bin ich total. Du da seid selber. Oha. Ich muss noch nachdenken. Ja, ich sag dir, dann kann ich auf deine Schulter. Ja, klar. Bitte. Toll. Du kannst dich hier hinsetzen. Ich habe hier eigentlich immer Platz. Warte, ich setz kurz diesen Rucksack auf, den ich immer trage. Und jetzt kannst du dir hier eigentlich irgendwo einen kleinen Platz suchen. Oha. Ja, und du siehst, wie sie rüberspringt auf deinen Handrücken und dann so hochkrabbelt. Und auf deine Schulter Platz findet. Es ist eigentlich sehr praktisch, dass du aus Knochen bestehst. Mir fällt gerade ein, dass du sonst in großer Gefahr gewesen wärst, dass die Katze dich isst. Katzen lieben Spinnenessen. Wo ist hier eine Katze? Oh, das sind meine Freunde. Ich stelle dich gleich später vor. Aber ja, schauen wir mal, was es Frühstück gibt jetzt. Ich bin immer noch ganz verwirrt, dass es geklappt hat. Also, du gehst raus mit der kleinen Spinne. Ich habe sie jetzt da. Ich bin verwirrt und glücklich. Mhm. Und würde, wenn ich die anderen draußen sehe, mich ganz aufgeregt zu ihnen setzen. Aber erstmal natürlich so, guten Morgen. Spony hat Glück. Ich wollte wirklich würfeln, ob Jewel sie einfach isst oder nicht. Aber ich glaube, so viele Knochen. Ja, jetzt wird sie das niemals. Oh, macht ihr auch so, wenn sie so geht, so ganz eklige kleine Krabbel, so Knochengeräusche? Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Geräusche, ja. Ah, was ist das da an deiner Schulter? Oh mein Gott! Linda springt auch auf. Gesehen? Okay, Moment, das haben wir gleich. Das ist eklig. Nein. Das ist diesem komischen Ort. Nur meine Kriegsacke raus. Ich beschütze Boney so. Ich habe meine Sling mit einem Stein drin. Nein. Beruhigt euch bitte alle. Das ist Boney. Boney, sag hallo. Sie winkt so schüchtern mit dem einen. Mit einem Beinchen. Ich habe Boney beschworen, um mich zu unterstützen bei einigen Dingen, die ich jetzt in Zukunft vielleicht machen möchte. So wie um Ecken schauen, um die ich noch nicht selber schauen möchte. Oder vielleicht auch sehr kleine Gegenstände zu holen oder sowas. Die müssten schon sehr klein sein. Und ich habe sie mit Magie hergezaubert. Und sie ist jetzt einfach da. Und wir sind jetzt schon gute Freundinnen geworden. Das heißt, bitte verhaltet euch so, wie ihr euch einer Freundin gegenüber verhalten würdet. Nichts mit Gewalt. Seid nett zu Boney. Dice macht jetzt einfach den hier.
Mildred, wenn du um irgendeine Ecke gucken möchtest, um die du dich nicht, um die du nicht gucken willst, dann hätte ich das auch machen können, aber hättest du nicht extra eine Knochenspinne für beschwören müssen, ehrlich. Seht ihr nicht, wie cool das ist, dass ich sowas machen kann? Das ist mega cool. Doch, das stimmt. Das ist super cool. Ich find's mega cool. Ja, kannst du, ist das, hast du nur, also gibt's einen bestimmten Grund, warum sie, warum es, also jetzt unbedingt also, diese Spinne sein muss? Ich wollte eine Spinne, weil das passt hierher, in dieses Land. Das stimmt. Es ist jetzt kein Fisch oder so. Und eigentlich, also warum sie jetzt aus Knochen besteht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist einfach ihr persönlicher Touch. Mildred. Gute alte Dame Mildred. Was denn, Dice? Es wäre nicht zufällig möglich, diesem Wesen eine etwas hübschere Form zu verleihen. Natürlich, das ist möglich. Wie beispielsweise ein Eichhörnchen oder eine Nein, Maus. Also ich kann Ratten, ich kann Katzen, ich kann Eulen, aber ich dachte, eine Spinne passt einfach besonders gut. Kann ich einen Inside-Check machen? Eine Eule hättest du auch machen können? Ihr habt keine Ahnung. Und Mildred, okay, Gott, lass es jetzt hier backstage. Mildred wühlt in ihrem Rucksack rum, ja, richtig lange, und holt dann aus der Seitentasche so ein kleines Blechspielzeug raus, was sie mit so einem kleinen Schlüssel so aufzieht, und dann lässt sie es los, und es ist auch eine kleine Spinne, aber aus buntem Blech. Oha, das ist voll schön, sagt die Spinne zu dir. Ja, oder? Das, wenn Mildred das zulässt, würde Dice Mildreds Hand nehmen und die Hand so in seine Hand legen, wie man das so bei alten Großmütterchen macht, und seine Hand so oben drauf legen und sagen, mit so einer zuckersüßen Stimme, Mildred, eine Eule würde euch ausgezeichnet stehen. Jemand von euch ein Video nebenbei oder läuft bei mir gerade Werbung? Ich hab kein Video. Ey, bei mir ist es Twitch-Werbung. Aber du hast ein bisschen Echo, Verena. Vielleicht kannst du dich ein bisschen leiser machen. Nein! Oh. Linda, wenn du so eine Blechtrommel rausholst, würde Linda rückwärts aufstehen vom Tisch und sich noch entfernen und sich so an die Bar setzen und dann da weiter essen, aber ohne aufzuhören. Also sie startet also, weiter an. Ganz ehrlich, ich verstehe euch nicht. Wir sind Abenteurer und Abenteurerinnen. Was ist hier los? Warum habt ihr alle Angst vor der kleinen süßen Spinne? Das sind schöne Tiere. Und Mildred ist so ganz enttäuscht und auch so ein bisschen so. Die sind wie Meisterwerke wie heißt das? Mechanik. Nein. Nun gut, ich denke. Ach, deine. Weißt du, wie kompliziert das ist? Diese das gehört wohl zu einem Abenteuer auch dazu, ein paar Kompromisse einzugehen. Du hast recht, sie kann uns schon hilfreich werden auch. Ich meine, sie kann in kleine Rillen krabbeln oder so. Und das wird schon. Und wenn du sie magst, mag ich sie auch. Ihr müsst ja auch nicht mit ihr sprechen. Ich spreche mit ihr. In meinem Kopf. Oh, sie klingt bestimmt total süß und mega lieb einfach nur. Ich stelle mir das total schön vor, wie sie klingt. Sie hat auf jeden Fall eine eigene Persönlichkeit. Alles klar. Kannst du sie nachmachen, wie sie klingt? Kannst du mal kurz vielleicht was sagen, Boni? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Oha! So ungefähr klingt sie. Jetzt habe ich bestimmt ein gutes Bild im Kopf. Naja, wie habt ihr eigentlich so geschlafen, ihr zwei Damen?
Hey Linda, warum sitzt du an der Bar? Komm, wir wollen sie. Ja, Linda, dir wurde gerade dein Teil des Frühstücks von Igor direkt auf den Tresen gestellt. Und ihr werdet jetzt auch bedient mit Scheiben von Brot, Butter, Schmalz und ein bisschen Käse. Da ist es so richtig lethargisch gerade irgendwie. Der muss sich erstmal auf das Ganze, das ist alles nicht so seins hier gerade. Und er würde seinem Unseen Servant befehlen, per Telepathie, dass er ihm doch bitte das Brot zubereiten soll, das Getränk einschenken soll und ihn damit füttern soll. Der hängt einfach nur so. Und wenn das Brot zu ihm fliegt, dann macht er den Mund auf, beißt da einmal rein. Dieser kleine, dicke Goblin. Plumps heißt er übrigens. Plumps rennt Plumps immer hin und her und schneidet so mit so einem riesigen Messer, was er so halten muss. Schneidet er halt ein Brot und dann pickt er es mit der Gabel auf und hebt es dir in den Mund. Es schmeckt okay. Hm. Linda, du kannst noch mal einen Perception-Wurf machen. Also du isst da jetzt auch dein Brot und guckst immer wieder so ein bisschen verstört zu Mildred und dieser Spinne rüber. 5. Es ist literally the worst character world I've ever had. Deine ganze Aufmerksamkeit ist einfach bei dieser Spinne auf Mildreds Schulter. Und dir fällt sonst nichts anderes hier. Immer wenn die bewegt, ist so. Gefällt dir gar nicht. Nein. Ja. Das ist Brot. Ja. Das Frühstück stärkt euch. Wollt ihr noch irgendwas bereden? Okay, wir sollten uns nur, weil jetzt haben wir ja gestern eine ziemliche krasse Neuigkeit erfahren. Und zwar. Ja, das habe ich vergessen, dir zu erzählen, Linda. Und wir erzählen Linda einmal alles. Ja, Joel muss jetzt nochmal erzählen. Okay, und dann hat er gesagt, das ist mein Vater. Und ich habe gesagt, was? Und er hat gesagt, er ist schon längst tot. Und dann habe ich gesagt, wie lange ist er schon tot? Und dann hat er gesagt, also ich glaube, Linda lacht ein bisschen, wenn du das so erzählst. Das ist irgendwie ein kleines schüchternes Lachen. Oh. Auf jeden Fall und so weiter und so fort. Und ja, und jetzt ist die Frage, also ich glaube, hier ist ziemlich Dreck am Stecken. Und wollen wir... Offensichtlich liegt diese Stadt unter irgendeinem Fluch oder sowas ähnliches. Und ich finde persönlich, wir sollten uns irgendwie darum kümmern. Jetzt sind wir schon mal hier zusammen. Wir sind eigentlich alle total cool. Dice kann super gut zaubern. Er wird die ganze Zeit gefüttert von irgendjemandem, der unsichtbar ist. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Er macht voll viele coole Spells. Mildred hat eine Knochenspinne einfach mal so beschworen. Insane, du weißt auch mega viel und deine Augen sind total groß. Linda kann alles hacken, ist mega stark und ich möchte auch trotzdem noch mal mehr erfahren über Linda. Deswegen finde ich, wir sollten uns zusammenschließen und dem Spuk ein Ende bereiten. Oh, und dann sagt sie wieder ein bisschen leiser, dass niemand das hört, dass sie es machen wollen. Oh shit, ich glaube, Igor hat uns gehört. Vielleicht sollten wir ihn trotzdem wirklich... Igor ist tatsächlich ein bisschen gruselig und mit so einem Gedankengang würde Dice das Brot vor seinem Mund stoppen und die Gabel und würde sagen, bisher hat mein Leben einen Punkt erreicht, an dem es schon wieder langweilig geworden ist und ein Abenteuer kommt da gerade recht. Ich
weiß nur nicht, ob es unbedingt dazugehören muss, dass bei so einem Abenteuer solche Betten und, naja, so eine Unordnung herrschen muss, wie in diesem Zimmerchen hier. Und auch über die Waschmöglichkeiten sollten wir uns irgendwann nochmal unterhalten. Aber wenn es sein muss, dann werde ich da durch. Beeindruckende Aufopferung deinerseits. Ja. Okay, dann sind alle dafür, dass wir jetzt wirklich ein Abenteuer erleben werden. Cool. Also, wir hatten gestern Nacht eine Vision. Und da haben wir ganz viele Abenteurer gesehen und Abenteurerinnen. Gekleidet in verschiedenste Outfits und verschiedensten Arten von Wesen sind dort entlang. Also sie waren Geister und sie sind in grünem Licht, oder Linda, so war es doch, durch die Straßen Richtung Westen gelaufen. Und mir kam es so vor, als ob es sich dabei um alle möglichen Abenteurer und Abenteurerinnen gehandelt hat, die womöglich in dieses Land gelockt wurden. Aber das ist bloße Spekulation meinerseits. Ich habe deshalb vielleicht auch mir eine kleine Spinne herbeigezaubert, weil ich mich ein bisschen einsam und auch ein bisschen verloren gefühlt habe plötzlich. Und ich dachte, ich hätte gern vielleicht noch eine kleine Freundin dabei. Zusätzlich zu euch natürlich. Die Frage ist jetzt nur, wie wir halt weitermachen wollen. Nun ja, wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, vielleicht wäre es von Vorteil, wenn wir in die nächstgrößere Stadt reisen und uns dort erstmal frisch machen in aller Ruhe. Ich brauche neue Klamotten. Diese hier sind zerrissen und voller Blut. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber so kann man sich wohl kaum auf ein Abenteuer machen, nicht wahr? Und dann in alter Frische noch einmal hierher kommen und schauen, was wir tun können. In welche Stadt möchtest du denn gehen? Es gibt doch sicher irgendwas in der Nähe Igor. Du siehst ihn, wie er gerade einen Krug abwäscht und sein Blick geht zu dir. Igor, in der Nähe hier gibt es doch sicherlich irgendeine kleine Ortschaft mit Bademöglichkeiten, Klamotten, ja. Wäre es Ihnen möglich, vielleicht uns die Richtung zu weisen? Valaki. Valaki. Na, schaut an, das klingt doch toll. Ist es weit, Igor? 3 Tagesmärsche. Tja. Vielleicht mehr. Ich werde mich nicht 3 Tage nicht waschen. Ja, 3 Tage nicht gewaschen. Hey, du solltest vielleicht diesen anderen Spell lernen. Es gibt doch so einen, wo man Wasser produzieren kann. Vielleicht wäre das ja was für dich. Allerdings. Ich würde gerne mal gucken, ob hier irgendwo so eine Art
Papierkram rumliegt. Die Tempelunterlagen. Du versuchst dich also umzublicken, aber... Also, ich frage mich, ob Igor hier der Tavernkeep ist oder nicht. Also das, was dir die Situation bis jetzt gezeigt hat, ist, dass Igor einfach nur ein Arbeitssklave ist. Und wahrscheinlich die Vistani-Frauen diejenigen sind, die die Taverne leiten. Irgendwo eine Karte? Ja, du lässt den Blick nochmal durchschweifen durch den Raum und ja, tatsächlich an einer Wand ist eine relativ große Karte, Landkarte. Die hängt dort. Finde ich das, wo wir gerade sind? Irgendjemand hatte gesagt, wir sind im Dorf Barovia. Ja. Ich versuche so langsam irgendwie die Wörter zu lesen. Und dann ist vielleicht ist da irgendwo das Schloss eingezeichnet. Ja. Ich zeig dir mal einen kleinen Ausschnitt von dem, was du siehst. Bring ich dich mal auf die Karte. Dafür muss ich einmal kurz was vorbereiten. Ja, ihr anderen seht, wie Linda aufsteht und in Richtung einer riesigen Wandzeichnung geht. Ja, die euch vorher auch nicht wirklich aufgefallen ist. Allein deswegen, weil sie direkt über der Tür ist. Ich glaube, jetzt bin ich fertig. Ja, das sieht doch schön aus. Hier für den Stream und dann nochmal für euch. Es ist ein stark stilisiertes Bild, also eine Karte von der Landschaft, die ihr jetzt seht. Hier unten, wo das kleine Token ist, was euch repräsentiert, steht Dorf Barovia. Und das Tor sehen wir auch. Ein Schloss eingezeichnet, die Tore, ein Fluss hier im Süden. Und ganz hier hinten ein großer, großer See. Der als Sarovic-See eingezeichnet ist. Und im Süden dieses Sees die Stadt Valaki. Wow, das ist weit. Ich glaube, Linda hätte aufs Schloss gezeigt und hätte nur so Schloss gesagt. Ja, das ist wohl das Schloss. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir es vielleicht mit einem sehr alten, bösen Vampir zu tun haben, wenn die Hinweise aus den Briefen stimmen. Ich würde mich zuvor auch sehr gerne mit dem Bürgermeister noch mal unterhalten. Schließlich sind wir deswegen eigentlich hierher gekommen. Der Bürgermeister ist tot. Das hat Jewel doch erzählt. Ich würde mich trotzdem interessieren, wer dann in des Bürgermeisters Haus schläft. Ja. Und so kränklich wirkt. Auch nichts stimmt dagegen, falls zu dem Haus zu gehen. Es steht Aussage gegen Aussage nun. Es gibt dieses Haus des Bürgermeisters. Irgendjemand scheint da drin zu schlafen. Wir haben nun gehört, dass er tot sein. Irgendjemand muss hier die Nichtwahrheit erzählen. Und ich würde gerne rausfinden, was es damit auf sich hat. Ja, und wenn auch die Tochter von einem Vampir gebissen wurde, gibt es vielleicht Spuren, die man suchen könnte. Wer von euch kommt zuallererst einmal mit zum Fluss?
Wozu? Ein kleines frisches Bad im Fluss, ein bisschen frisch machen für den Bürgermeister. Ach, weißt du, ich glaube, ich bin okay. Ja, ich mag Wasser nicht so. Es ist kalt. Linda! Ausgezeichnet! Wenigstens eine Person, die gerne mal ein bisschen Wasser an den Körper lässt. Ich glaube, Linda geht nochmal zu euch und fragt, was macht ein Vampir? Oh, warte, also die, Er beißt. Warte mal. Mhm. So wie also nicht wie Jewel, sondern länger. Und in meinen Büchern stand häufig, dass er Knoblauch hasst. Ihr könnt alle mal Arcana werfen, wenn ihr wissen wollt, was ihr über Vampire wisst. Jo. Ach so, wir wissen ja vielleicht gar nichts. Na gut. Ich weiß gar nicht, 13. Was ich wollen. Oh. 22. Ui, 10. Die haben 5 Beißzähne. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Nein? Nein. Jewel, du weißt, es sind 2. Es sind 2. Es sind auf jeden Fall 2. Und Dice, du weißt, das mit dem Knoblauch ist wahrscheinlich eine Legende. Das mit dem Pflock ins Herz allerdings. Valid information. Valid information. Nun ja, wisst ihr das mit dem Knoblauch? Das kam aus so einem Roman. Ich vertraue ihm nicht so ganz. Aber was ich tatsächlich gelesen habe, ist, dass der Pflock ins Herz nicht nur Stilisierung eines Buches ist, sondern das stimmt. Das stimmt. Willst du ein Papier töten? Ein Vampir töten? Verzeihung. Dann nimm einen Pfeiler. Einen Stock. Einen angespitzten Holzstock. Das ist eine sehr wertvolle Information, da ist. Mildred schreibt sich in ein kleines Notizbuch. Jewel, du hast ja über einer Taverne gelebt und hast da einiges mitbekommen. Unter anderem einen Gast, dessen Namen du nicht kanntest und auch nicht kennst, der aber als ein berühmter Vampirjäger angepriesen worden ist. Und er hat einige Male in dem Gasthaus und der Taverne, in der du oder über der du gelebt hast, residiert. Und du hast tatsächlich viele seiner Gespräche, die er dort in der Bar geführt hat, belauscht. Es war ein sehr charismatischer Mann, der viel über das Jagen von Vampiren erzählt hat. Und eine Sache, die dir immer im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass Vampire das fließende Wasser nicht leiden können. Mhm. Der Satz ein Satz dieses Mannes schallt dir in den Ohren noch nach, und es ist: fließendes Wasser ist genauso wie Sonnenlicht. Dice hat ein riesen breites, also wenn du das erzählst. Ja. Was werde ich nicht glauben? Für Vampire ist fließendes Wasser genauso schlimm wie für mich. Vielleicht bin ich auch ein Vampir. Das erklärt, warum es in dieser Schenke vielleicht... Ist Igor... Kein fließendes Wasser. Ist das eine Erklärung, warum es hier kein Bad? Seid ihr auch ein Vampir? Fragst du das Igor? Nee, das frage ich gerade erstmal diejenige, die vor mir am Tisch sitzt.
Sie hat auch zwei Zähne, ne? Vielleicht. Soll man sagen. Vielleicht komme ich heute Nacht und beiß dir in den Hals und sag dein ganzes... Das ist nicht lustig, Jill. Meint ihr das ernst? Natürlich nicht. Also ich nehme meine Wasserflask und schütze sie so auf meine Hand. Ja, guck. Vielleicht verteilt ihr es noch etwas. Entschuldigung, das hätte ich nicht sagen sollen. Das... Ich bin einfach etwas gestresst. Ist schon okay. Oh Mann, ich bin Igor! Und ich nehme meinen Wasserflask und schütte es ihm ins Gesicht. Dieser alte Mann kriegt einfach Wasser ins Gesicht, steht da und schrubbt weiter. Oh nein! Wenn Wasser ihm runtertropft. Sein faltiges Gesicht runterläuft. Er ist kein Vampir, obviously dann, also. Entschuldige mal, aber das ist jetzt wirklich. Ich würde eine Serviette nehmen. Oder irgend so ein Tuch und würde den so trocken tupfen. Verzeiht bitte. Du hast Freundin hier, sie. Du redest die letzten 3 Tage nur davon, dass Leute sich waschen sollen. Jetzt hat er ein bisschen Wasser im Gesicht und du rastest hier aus. Mein Gott, er wird das schon überleben. Es geht alles, aber auf einer freiwilligen Basis nur. Was macht ihr dort mit Igor? Und aus der Tür hinter euch, also quer durch den Schankraum durchtritt, eine Vistani-Frau. Oh. Fasst meinen guten Igor nicht an. Und sie torkelt ziemlich verkatert rüber. Igor, gib mir einen Schnaps. Oh, ich muss dagegen arbeiten. Oh. Und Igor setzt sich in Bewegung und serviert ihr ein Getränk. Oh, danke dir. Es war ein Unfall. Das tut uns unglaublich leid mit dem Wasser. Igor muss man arbeiten lassen. Das macht ihn glücklich, versteht ihr? Versteht ihr? Ja, klar. Kann ich unterm Tisch leise Detect Magic casten? Mhm. Okay, dann mache ich das. Dauert eine Minute. Wie habt ihr geschlafen? Geister draußen. Oh, ihr habt sie gesehen. Ja, das war nicht eure Willkommensparade. Das waren die Toten. Man sieht sie jede Nacht hier, wisst ihr. Sie marschieren zum Schloss. Oh. Die Geister, die zum Schloss marschieren? Ja. Tot und sie haben immer noch nichts gelernt. Und sie greift sich die Flasche, die Igor hat stehen lassen und kippt sich noch eine ein. Oh. Was genau wollen die Geister denn bei dem Schloss? Oh. Das weiß ich nicht. Woher soll ich es wissen? Jedenfalls, vielen Dank für das Zimmer und die Übernachtungsmöglichkeit, das Frühstück. Sicherlich. Es freut mich, wenn es euch hier gefällt. Wenn ihr noch eine Nacht schlafen möchtet, 2 Silberstücke. Nein, danke. Es war toll. Oder wir gehen doch weiter, nicht wahr? Ja. Wir haben noch viel vor und da es hier leider keine Bademöglichkeit geben, werden wir jetzt erstmal zum Fluss gehen. Der feine Herr möchte sich baden. Nun ja, ich weiß nicht wirklich, ob Badewasser jetzt den Unterschied zwischen feiner Herr und nicht feiner Herr ausmacht.
Aber es ist auf jeden Fall ein erster Schritt dorthin, ja. Frag doch einmal euren Freund, Ismark den Geringeren. Ihr habt ihn doch gestern kennengelernt. Und dann blickt sie dich an, Jewel. Vielleicht hat der feine Herr Bürgermeistersohn eine Badewanne zu Hause. Aber es wäre unhöflich, sicher, jemanden zu besuchen und direkt nach der Badewanne zu fragen, nicht wahr? Mit Höflichkeiten kenne ich mich offensichtlich nicht so aus. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, denn sonst wäre schon längst irgendetwas hier an dieser Schankstätte anders. Zum Beispiel sowas. Und ich würde so zweimal in die Hände klatschen und würde dann so einen goldenen Hahn an der, also mit meiner Illusion caste ich und würde so einen goldenen Hand an der Wand entstehen lassen, aus dem so Wasser rausfließt in so einen großen Trog, der unten ist. Und daneben stehen so schöne, schöne Seifen aufgereiht und tick, tick, tick. Ja, das sieht Ganze gut aus dort in der Ecke, nicht wahr? Ja, das Ganze hast du neben den Kamin gecastet. Und sie ist ja noch so völlig zerscheppert und guckt sich das so an. So. Ja, es ist hübsch. Ja. Gut gemacht. Und du guckst dir das an. Es ist nicht nur hübsch, Gott verdammt, es ist wunderschön. Das ist Interior Design Masterclass. Nicht, was die da haben, diesen zerrupften Sessel und. Was ist das da auf dem Sessel? Da scheint irgendein Plüschtier drauf zu liegen. Kannst du es von da nicht erkennen, da ist. Weird. Auf jeden Fall. Zusammengekauert dort auf dem Sessel findest du eine Fledermaus aus Stoff. Ein Fledermaus-Plüschtier. Die Fledermaus hier ist für Kinder? Ist mir geschenkt worden. Ein echter Blinsky. Und du guckst so dir diese Fledermaus an und du siehst ja so ein kleines Stoffband dran. Also so ein, jetzt so ein kleines Ding, wo ein Text draufsteht. Ein kleines Stück Stoff. Und da steht drauf: Ist kein Spaß, ist kein Blinsky. Oh no, it's not fun, it's not Blinsky. Es ist fast süß. Ja, also sie sieht ein bisschen albern aus, auch so ein bisschen gruselig, aber auch könnte auch cute sein. Hört mal. Was genau ist eigentlich mit Igor los? Ich will nicht unhöflich erscheinen und vielleicht ist auch alles in Ordnung, aber er scheint mir etwas, nun ja, geistesabwesend und in seinen Handlungen doch etwas eingeschränkt. Nun. Der arme Kerl gehört zu den etwas unglücklicheren Bewohnern Barovias, die ohne eine Seele geboren wurden. Ich habe noch nie etwas... Habe ich schon mal etwas von Leuten gehört, die ohne Seele geboren sind? Nee, noch nie. Von Leuten gehört, die ohne Seele geboren wurden? Oh, es gibt für alles ein erstes Mal, nicht wahr? Ja, zum Beispiel ein erstes Mal in einem Schankhaus ohne Bademöglichkeit. Oh... wie ich sehe, seid ihr nicht gewillt, von eurer zickigen Art abzutreten. Bitte, dann geht doch woanders hin. Nein, ich bin dankbar, dass wir zumindest im Inneren eines Gebäudes schlafen konnten, nicht so wie letzte Nacht. Es war ein ziemliches Upgrade zu der Nacht davor, die zum Glück nur relativ kurz war. Und sie kippt noch einen Drink runter und sagt, ja,
es geht mir schon viel besser. Danke für das Gespräch. Igor, vergiss nicht, die Tische sauber zu machen. Falls weitere feine Herren hierher kommen. Und sie stolziert durch den Schankraum in Richtung Tür. Ist vorher mein Detect Magic ready? Ja, klar. Schon vor längerer Zeit. Du hast so ganz heimlich, so wolltest du dir so am Kopf kratzen, hast du so dieses Brillending runtergetan, dieses Add-on. Yeah. Und dann so kurz Auge zugemacht und einmal den ganzen Raum abgescannt. Kann ich sagen, dass einmal kurz Boney so da durchguckt und dann man einmal ganz kurz so ihr riesiges Gesicht kurz sieht und sie dann... Ja, du hörst sie so, oha, und dann tippelt sie immer wieder weg. Und du blickst dich um, in diesem Schankraum ist tatsächlich nichts, was jetzt klar blau leuchtet und magisch ist, außer zwei Dingen, nämlich Lindas Halskette und dem Drachenschädel, von dem aber wieder nur so ein ganz blasses magisches Schimmern ausgeht. Mhm. Ja, das ist. Sieht sie eigentlich spät. Auch mein Plumps? Ja, bestimmt. Der taucht den kleinen dann, Servant? Genau, der taucht hinter Dice auf, so ein kleiner mopsiger Goblin-Man. Der sitzt hier so auf meiner Schulter und baumelt die ganze Zeit so mit den Beinen, so bom, 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 bom. Das ist doch schön. Diese Fledermaus ist auch nicht magisch. Mm-mm. Schade. Ich hätte gedacht, hier sind bestimmt alle böse Zauberer, Hexen oder sowas, aber es scheint alles ganz normal zu sein. Alles wie immer. Der Drache ist magisch, aber das ist, glaube ich, einfach, weil Drachen magisch sind. Vielleicht. Igor? Er dreht sich zu dir um. Wann genau ist hier eigentlich Checkout? Können wir unsere Taschen für einen Bad im Fluss noch kurz hier stehen lassen und ihr passt darauf auf, oder sollten wir lieber alles mitnehmen? Könnt euer Hab und Gut auch später hier auflesen. Ja, perfekt, weil der Bürgermeister genau nebenan wird. Und dann würde ich plump sagen, er soll meine Badetasche vorbereiten. Ich habe eine wichtige Frage. Hat Dice wirklich einen kompletten Spellslot nur, damit er einfach einen Servant hat, der ihn füttert und ihm seinen Shit ausgegeben? Ich finde das sehr wichtig zu wissen. Ja. Nur? Mein Unseen Servant ist das Geilste, was ich habe. Wow. Besser als Create Bonfire, der beste Spell der Welt. Oh, ihr werdet schon noch sehen, was meine Spells alles können. Okay. Das ist dann stündlich der kann ein. Auch noch ganz viele. Ein Spell. Muss ich den Stündwert naja, stündlich der wieder casten? Hält eine Stunde der Spell. Ah, ich dachte, der bleibt, bis der Tod geht. Nee. Ah, ja, okay, in dem Moment, in dem der, dann ist er nicht, ach, dann kann ich den auch gar nicht die ganze Nacht bewachen lassen. Du hast es ihm gesagt und er ist einfach verschwunden. Einfach, okay, auf den Stuhl, nach einer Stunde so, plopp. Ich fand es einfach nur wichtig zu wissen, ob, also ich fände es auch voll legit, wenn du sagst, ja, er castet andauernd an den Surfer, weil er immer eine Person haben will, die ihn Entschuldigung, dann ist der Unseen Servant verploppt schon längst und dann würde Dice die Augen verdrehen und seine Tasche natürlich selber packen. Dafür castet er jetzt nicht. Nee.
Alles klar, sag nochmal ganz kurz, was lasst ihr jetzt da und was nehmt ihr mit? Jule nimmt alles mit. Mildred nimmt auch alles mit, ihren riesigen Rucksack, alles. Linda? Nimmst du auch alles mit? Zum Baden, ja, ich habe ja nicht viel. Also Dice hat seine Lederrüstung ausgezogen. Die hat er sonst immer unter seinem Gewand drunter. Und sein Morgen, also sein Gewand lässt er auch da quasi, seine teuren Klamotten. Die sind ja sowieso total zerschlissen und blutig und würde einfach nur in seinem Morgenmantel runterlaufen. Alles klar. Als ihr dann... Also lässt er den... Ja? Den Dolch auch da und sowas. Okay, lässt alles da. Als Linda und Dice, ihr könnt beide nochmal einen Wurf auf Survival machen. Als ihr nämlich nochmal rausgeht aus der Taverne jetzt und einen Blick nochmal hoch auf die Karte werft. Endlich mal was Gutes. 19. Eine 7. Ja, da ist. Alles klar, das ist relativ einfach rauszufinden, wo dieser Fluss ist. Geht man einfach ein bisschen gen Süden und dann ist man da. Ja, Linda, wenn du ansatzweise abschätzen kannst, ne, wie lange ihr gestern von den Toren brauchtet, bis nach Barovia, bis in das Dorf Barovia, dann wird dir klar, ihr braucht, um diesen Fluss zu erreichen, der dort auf der Karte eingezeichnet ist, roundabout 2-3 Stunden. Ist da irgendwo ein Brunnen? In der Stadt? Weißt du noch nicht? Naja, gut, dann gehen wir in 2-3 Stunden. Leute. Also sag das nicht. Okay. Ich stehe jetzt draußen vor der Tür. Ich hole euch mal auf die Map von dem Dorf. Boah, ist das groß. Das ist richtig. Ihr steht quasi sehr zentral. Und im Süden wohnt der Bürgermeister. Stimmt, in dem großen Haus. In dem großen Haus, genau. Die Taverne war ja ganz in der Nähe. Hier? Oh. Ja, da bestimmt. Okay, wolltest du diesem Haus hier? Nee. Aber da wohnt der Bürgermeister drin, oder? Tatsächlich hat die gute Morganta euch gestern diese Straße hier runter gezeigt. Gen Süden. Also, ah, weiter. Ich dachte, sie hat schon auf das Haus gezeigt. Okay. Und zwar hier ganz hinten. Okay. Oh, ich habe auch so einen Strich gemacht. Eine Snake. Nein, ne? Nun, was haltet ihr davon? Eine kleine Schlange im Garten. Wenn ihr zwei nach einer kleinen Audition fragt, ich meine, sein Bürgermeister oder nicht Bürgermeister, ob er nun tot ist oder sich jemand als ihm ausgibt, möchte bestimmt vorher Bescheid wissen. Ja, na klar. Wenn Besuch kommt. Und ich würde mit Linda unten an den Fluss gehen, eine Runde baden. Ja. Und es ist jetzt wahrscheinlich so am Morgen, zur guten Mittagszeit wären wir zurück, wenn wir wirklich 2-3 Stunden laufen. Und dann könnten wir den Besuch. Na gut, dann machen wir das schon. Dann die restlichen 6 Stunden gucke ich mich einfach ein bisschen hier in der Stadt um mit Joel, oder Joel? Ja. Das klingt, wenn ihr einen Laden mit Klamotten findet, nichts Aufwendiges, vielleicht ein bisschen was Gehobeneres, was aber leicht ist fürs Reisen, dann sagt mir Bescheid. Ich werde die Augen offen halten. Danke, Mildred, ihr seid zu gut. Als ihr jetzt einige Schritte nehmt... Einen Moment, bevor wir gehen. Und ich caste nochmal Magic Stone und gebe
Dice und Linda nochmal einen Magic Stone. Ich meine, nur zur Sicherheit, falls ihr, man weiß ja nie, nochmal einen extra kleinen Vorsprung braucht, wenn ihr irgendwo wegrennen wollt oder so, dann könnt ihr diesen Stein einfach auf die Person werfen und es ist ein magischer Stein. Also er macht nur magischen Schaden. Versteht ihr? Aber man kann ziemlich gut damit treffen. Nur so als kleine Unterstützung. Es ist ja nicht so... Wie groß ist der Stein denn? Es ist nur so ein Pebble. Und den würde Dice tatsächlich mitnehmen, den würde dann hier so diese Tasche vom Morgenmantel, hier ist oben so eine dran, würde die reinmachen. Und wenn ihr den trefft, dann kriegt ihr ein D6 Schaden plus mein Spellcasting Modifier, also plus 4. Also Linda findet die Idee, 2-3 Stunden zu laufen, ganz schrecklich. Will sich lieber in einem Brunnen waschen, aber ist auch zu schüchtern, um was zu sagen. Deswegen kommt, Linda! So. Also, ihr tretet erstmal raus auf das Kopfsteinpflaster des Dorfes, das feucht ist und über dem immer noch so ein bisschen Nebel wabert. Blickt euch einmal rum und checkt einfach die Lage. Es ist jetzt doch schon heller, aber wie gesagt, über dem Himmel graue Wolken, durch die nur manchmal etwas Licht bricht. Nebel ist auch jetzt noch überall zu sehen und auch das Schloss, was ihr jetzt zum ersten Mal wirklich gut sehen könnt, liegt noch im Nebel. Und zwar thront das Schloss über einem kleinen Hügel, auf dem eine Kirche steht im Norden des Dorfes, auf die ihr jetzt einen guten Blick habt, als ihr dort auf dem Dorfplatz steht. Gegenüber von der Taverne ist ein größeres Haus, was ihr im Vorbeigehen als eine Art Händler oder sowas identifizieren könnt. Leider ist da aber auch ein Schild vorne an der Tür, wo drauf steht geschlossen. Vielleicht ist es noch zu früh. Da ihr alle gen Süden müsst, bewegt ihr euch noch hier durch diese Straße. Und Linda, tatsächlich fällt dein Blick irgendwann, als du durch eine Gasse blickst, an der ihr vorbeischreitet, auf einen kleinen Brunnen, der in so einem Hinterhofbereich sich befindet. Dann zeige ich da drauf und sage, schneller. Ja. Ein Brunnen. Mhm. Und Dice ist schon so ein paar Schritte weitergelaufen und funkelt dich so an, hoffnungsvoll. Mit so einer Augenbraue nach oben. Hä? Ihr wollt euch lieber am Brunnen waschen, ja? Im Fluss könnte man auch ganz hineinspringen, wisst ihr? Mhm. Und unterwegs könnte ich euch aus dem Buch erzählen, von dem ich neulich... Da gab's eine Stelle mit einem wunderschönen Fluss und der Hintergrund... Mildred und Jewel, wenn die beiden da irgendwie blöd diskutieren, könnt ihr mal einen Perception-Wurf machen. Oh nein! Dirty 20. 18. Unter Dices Erzählung von diesem wunderschönen Fluss mischt sich ein Geräusch, was euch ja auch Schauer über den Rücken laufen lässt, denn es ist ein ganz, ganz grausiges Schluchzen. Oh nein. Von wo? Joel, hörst du das? Ja.
Wo kommst du her? Aus dem oberen Stockwerk eines Hauses, vor dem ihr jetzt gerade steht. Nein. Wir müssen doch was tun können, Joel. Ja. Das geht doch nicht. Dice, ihr könnt euch auch irgendwann später waschen. Oder hier in dem Brunnen. Aber jetzt geht ihr garantiert nicht zu irgendeinem Fluss. Ja, alles klar, dann an den Brunnen. Und ich sag, schick doch mal Boni die hoch und die soll mal reinschauen. Ja, oh ja, Boni, würdest du so freundlich sein, um in diesem Haus nachzuschauen, aber sei sehr vorsichtig und versteck dich gut, woher dieses Schluchzen kommt und ob dort, wie die Lage ist, und dann kommst du und dann, nein, du musst gar nicht wiederkommen, du kannst dort bleiben und es mir berichten, über unsere kleine Connection hier. Oha, wie weit geht das? Das geht, warte, ich kann es nachschlagen. Mildred guckt in so einem kleinen Buch nach. Oha. Warte, ich gehe einfach und rede die ganze Zeit, okay? Und dann kannst du wissen, wann es nicht mehr geht. Ja, ja, tolle Idee, Schatz. Mach das mal. Mildred liest trotzdem noch weiter. Kannst du mich doch ein bisschen ranbringen an das Haus, bitte? Bitte. Ja, natürlich. Mildred geht ganz nah an das Haus dran und setzt Boni dann so ganz vorsichtig an die Wand. Ja, und ihr seht alle, wie diese kleine Knochenspinne da so hochgeknallt hat. Also das ist auch kein großes Haus, ne? 100 Feet. Okay. Das ist 12 mal 12 Meter breit, und als ihr das jetzt seht, seht ihr auch, dass das mit Brettern vernagelt ist. Und ja, die Fenster halt entweder vernagelt oder komplett blind sind. Und ihr könnt ja Boni noch sehen, wie sie hochkrabbelt. Dann verschwindet sie aber innen drinne zwischen einigen Brettern. Dann sagt sie so: Oha, voll eklig. Sie ist alles richtig dreckig. Richtig dreckig hier. Oh nein. Könntest du was erkennen? Sind Menschen da drin? Oder Gnomen? Oder Goblins? Oder irgendwelche anderen? Warte. Ich komme jetzt in einen neuen Raum. Hier ist so eine Frau. Sie sitzt auf dem Boden und ist mega unheimlich, weil sie hat so eine Puppe. Sie hat so eine Puppe in der Hand und sie weint die ganze Zeit. Oh nein. Okay, aber keine Soldaten oder Waffen zu sehen. Nur die Frau mit der Puppe? Ja. Okay, aber bleib, wo du bist. Oh, ja. Aber sie ist richtig komisch. Sie weint, oder? Ja, aber sie hat doch diese Puppe in der Hand. Was so, als wäre das ihr Baby oder so. Okay. Boni, bleib, wo du bist. Wir kommen jetzt nach oben. Joel? Ja? Ja. Es ist dort drin eine Frau, die eine Puppe hält wie ihr Baby. Aber keine Feinde. Lass uns nachschauen, was es damit auf sich hat. Ich möchte mehr wissen und gucken, ob wir helfen können. Ist das okay? Klettern wir einfach hoch am Fenster oder gehen wir unten rein? Ist ja alles vernagelt. Also, ich bin eine kleine alte Dame. Ich nehme die Tür. Kann man denn irgendwie, kommen wir irgendwie ins Haus rein, oder ist alles jetzt, es ist alles vernagelt, so wie es aussieht? Es ist schon vernagelt, ich hab, ja. Ich habe Tools und Proficiencies in Tools. Tools. Ich habe auch ein paar Tools. Du hast bestimmt Thieves Tools, oder? Ja. Ich habe auch Thieves Tools. Ich hole meine Thieves-Tools raus, als du deine rausholst, und vergleiche sie mit deinen.
deine sind bestimmt besser als meine. Meine sind auch. Nein, meine das ist ein ganz normales. Meine Diebestools sind geklaut. Das ist, glaube ich, die Art, wie man es machen muss. Ich habe die hier einfach in einem ganz normalen Laden gekauft. Ich habe sie auch noch gar nicht so richtig benutzt. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, oder? Wenn wir damit reinkommen. Oder du machst das. Weil. Nein, Linda, klopfen ist viel zu. Wir sind jetzt Abenteuer. Wir müssen nie. Wir können nicht einfach klopfen. Das ist viel zu normal. Ich weiß was. Ich benutze diese hier und ich hole so Tinker-Tools raus, um diese Bretter zu lösen. Und du benutzt die Diebestools, um die Tür zu öffnen. Und so kommen wir zusammen durch diese Tür. Okay, und wenn das nicht funktioniert, dann haust du einfach drauf, okay, Linda? Okay. Ich dachte, Linda ist gerade sich waschen, oder habt ihr euch noch nicht entschieden? Doch, ihr habt euch entschieden, ne? Ach so. Ich dachte, die rufen uns. Ja, ja. In meiner Vorstellung war es so, ihr Jewel und Mildred, ihr diskutiert, wie ihr diese Bretter abkriegt. Könnt ihr es auch machen mit euren Thieves Tools. Werft mal auf Geschicklichkeit. Währenddessen stehen Linda und Dice und machen so Katzenwäsche an dem Brunnen. Ja. Absolut. Was für ein Geschicklichkeit? Nee. Da ist das mal. Was würfelst du? Okay. Ich glaube, ich würfel jetzt einfach Dexterity und weil ich proficient bin, packe ich meinen Proficiency-Bonus noch drauf. Also mein Dexterity-Modifier und mein Proficiency-Bonus. Also bei mir wäre das dann plus 4 und nochmal halt plus 2. Ja. Dann sind es bei mir. Oh, das ist ganz schlecht. 5. Also dann insgesamt plus 2, 7. Ich klopfe uneffektiv mit meinem kleinen Werkzeug auf dem Holz herum. Bei mir war es eine natürliche 19, also 25. Wow! Ja, Mildred, du hast sowas noch nie gesehen, dass jemand so geschickt ist mit so Diebeshandwerkzeug. Jewel macht das richtig schnell, guckt sich auch deins an, womit du Probleme hattest. Es sind so besondere, das sind so Nägel, die du nicht rausbekommen hast, aber da hat sie auch ihre Handgriffe für und im nächsten Moment, Mildred, steht ihr vor einer sich öffnenden Haustür. Mildred, du bist das ist ja großartig. Ganz toll. Du bist eine so... Wow, das... Oh. Mildred ist ganz beeindruckt. Sollen wir eben auf die anderen warten, bevor wir reingehen? Ihr seht, wie Linda da so mit einem Fuß im Brunnen steht und so ein Bein wäscht. Ich glaube, wir können schon mal vorschauen. Es gibt ja, ich bin nicht neugierig, ich will wissen, was hier los ist. Komm, es kann doch nicht schaden, wenn wir ein bisschen schon mal hineingehen, oder? Okay, aber wir sollten trotzdem leise sein und ja, ich bin ganz leise. Über der Sache hier. Mildred again. Disadvantage of Stealth, weil sie so doll rasselt beim Laufen. Die Bag Lady mit ihren Bags. Too many Bags. We love her. Sind die beiden oh mein Gott. Dice und Linda innerhalb von 30 Fuß? Eher nicht. Nee, das sind 10 Meter. Well, dann caste ich nix und wir gehen hoch. Ja. Erstmal rein. Erstmal gucken, weil ja, also Boney ja gesagt hat, das ist ja so dreckig und so. Dann mal gucken, so was ist los. Ihr tretet auf die staubigen Holzdielen in dieses kleinen 12x12 Meter großen Hauses, kommt direkt in einen Flurbereich rein, wo sehr viel Staub aufwirbelt. Es ist ganz klein. Es geht sofort eine Treppe hoch in den zweiten Stock. Hölzerne Treppe. Und das Schluchzen ist jetzt auch lauter und ihr merkt, dass es von oben kommt. Oh, damn. Also,
Vielleicht geht es dieser Person ja ganz schlecht. Wir sollten ihr vielleicht helfen. Vielleicht hat sie sich wehgetan oder so. Okay. Also gehen wir hoch? Ja. Ich glaube, Mildred stapft einfach die Treppe hoch. Oh, man. Damn it, Mildred. Ja. Okay. In Mildreds Tüten, die sie trägt, Leinentüten, klackert es allerlei Werkzeug und es knarzt auch, als sie diese Treppe hochstapft. Diese Geräuschlawine, die du da veranstaltest, Mildred, tut dem Schluchzen aber keinen Abbruch. Nein. Und oben angekommen, siehst du, dass der Flur in Richtung einer Tür führt, die nur leicht angelehnt ist. Aus der schimmert etwas Kerzenlicht. Und du spürst auch, dass das der Ort ist, an dem Boney sich befindet. Boney hat sich was... Sind wir wieder da? Also ich kann dich wieder hören, aber ja. Sieht man uns? Ja, willkommen im Chat. Nice. Okay, du hast gefragt, Boney hat sich was verändert, ne? Ja. Und sie sagt, nein. Nein, sie ist immer noch da. Hey. Joel. Ja. Du bist ja ganz leise. Das ist weird hier, aber... Okay. Sollen wir sie einfach mal ansprechen? Ja, das wollte ich sagen. Ich würde gerne reingehen aber und sage, hallo, was gibt's? Können wir was tun? Braucht ihr was? Oder so. Aber ich dachte, vielleicht möchtest du draußen bleiben oder so an der Tür und dich verstecken, sodass, wenn sie böse ist und auf mich zurennt, du kommen kannst, um mir zu helfen. Das kann ich machen. Ich verstecke mich hier und ich touch dich auf deinem Haar oben und caste Guidance. Das heißt, du hast auf den nächsten Ability-Check ein D4 extra. Oh, ich fühle mich auf einmal so voll von einem Gefühl davon, was das Richtige ist. Und das Richtige ist es, hier hineinzugehen. Ich bleib dann an der Tür stealthy. Und ich öffne die Tür und trete ein. hallo? Entschuldigung? Hallo? Entschuldigung. Mit dem Rücken zu dir gewandt sitzt dort auf dem Boden eine Frau. Es wäre bestimmt da gut geworden. Teilweise echt lustige Effekte mit Max so. Mit dem Rücken zu dir gewandt, sitzt dort auf dem Boden eine Frau. Die, als du sie sanft ansprichst, aus ihrer zitternden Trance aufwacht und zu dir hochblickt. Blickst in die Augen einer etwa 50-jährigen Frau. Komplett verweintes Gesicht, in ihren Armen klammernd, eine seltsam dreinblickende Puppe.
Und hier müssen wir aufhören. Nein, ich wollte gerade fragen, was los ist. Das kannst du beim nächsten Mal machen. Ja, lieber Chat, wir hören auf für heute, weil wir auch nicht so viel Zeit haben. Und ja, Gelbwurstfieber, very, very bad Internet. Aber am 28. wird es freigeschaltet. Und einfach für meine mentale Gesundheit auch vielleicht keine Streams bis dahin mehr. Oh, weil es echt ätzend ist. Es nervt übelst. Man ist drin. Ja. Max, du musst es aufhören, dein Timo. Ich könnte mich es jetzt ist gar nicht so schlimm. Es ist gar nicht so schlimm. Doch. Oh. Guck mal, wie schlimm das jetzt ist. Jetzt kriegen wir noch einen Raid. Oh Mann, danke für den Raid, Mann. Danke. Dankeschön. Hallo, hallo, danke, danke. Skexis the Chamberlain, danke für den Raid. Shoutout. Leider, es ist ein Raid into a Rant. Oder ein Raid into Rage, weil wir sauer sind, weil wir heute früher Schluss machen müssen und weil das Internet blöd ist. Aber, liebe Leute, wenn das Internet gut ist, dann freuen wir uns, euch hier auf diesem Kanal in Empfang zu nehmen. Vielleicht beim nächsten Mal. Weil wir sind jetzt auch raus. Ey, ich habe noch einen Tipp. Der Kanal Familien-Nerd spielt gleich das Spiel Wesen. Um 20.30 Uhr. Die haben besseres Internet. Wesen ist ein cooles Spiel. Lass uns doch einfach dahin. Ey, dann musst du, glaube ich, einen Raid bei denen jetzt machen. Ich und würde die alle es mitnehmen. Machen. Sind sie schon live? Sie sind leider noch nicht live. Ah. Ich zeige euch noch kurz meinen neuen, ich habe gerade den D-Sticker, der in dem Geburtstagspresent war, auf mein Mikrofon gemacht. Just as a little treat. Ist cute. You deserve it. Nice. You deserve a little treat. Ja, Leute. Wollen wir uns kurz, während wir warten, ob irgendjemand live geht, über was passiert ist. Ich hab's nicht verstanden. Ich glaube, das Publikum auch nicht. Was heute passiert ist? Omas. Was? Omas? Was? Ich will kurz sagen. ich hätte niemals damit gerechnet, dass Mildred jetzt noch ein Familiar bekommt. Hey, ich habe dir das in der WhatsApp-Nachricht gesagt, als ich gesagt habe, was für ein Charakter ich spielen will, dass ich in einer der ersten Sessions mir auf jeden Fall einen kleinen Spider-Familiar hole. Ha! Boni for life! Oha! Oha! Richtig geiler Charakter auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich hatte immer schon mal den Traum, in so einem Animal-RPG so eine leicht assige Spinne zu spielen. So, ja, so ein Mädel, jetzt? Was halt so sagt, oha, das ist voll komisch. Nein! Das ich bin mir nicht sicher, ob es in das Setting Spider passt, aber naja. Ich finde, es passt. Wir brauchen es. Okay. Okay, ja, nice. Ja, finden wir beim nächsten Mal heraus. Ihr habt sehr wenig von dem gemacht, was ich dachte. Wir hören einfach auf. Lass uns einfach aufhören. Nein, Max rastet aus. Oh no. Ich will nicht mehr. Was willst du denn machen? Okay. Wir machen Ende, okay. Ich hasse das Internet. Aber wir enden den Stream. Und wisst ihr, wenn ich die Schuld gebe? Ich gebe Merkel die Schuld. Merkel hat nichts gemacht. Merkel hat gar nichts gemacht mit dem, für das Internet. Und die hat auch nichts für den Klimawandel gemacht. Ich finde das, da müssen wir mal was dagegen. Was laber ich? Tschüss. Bis dann. Okay, jetzt gerade dreht sich am WLAN-Knopf. Das Lustige ist, das Stream höre ich Max die ganze Zeit durchgehend. Ja, wirklich? Ja? Ja. Vielleicht ist nur im Discord das komplett. Das ist nur im Discord, ich glaube auch. Ich beobachte nämlich auch die ganze Zeit Twitch und da geht es irgendwie weiter. Okay, cool. Oh Mann.
Ich kann die ganze Zeit ranten und die Leute hören mich, das freut mich. Auch wenn ihr nicht da seid. Jetzt wollt ihr kurz weg. Was ist das? Rede zwischendurch einfach. Gönn dir den Brate hier einfach. Und jetzt sagen wir Tschüss. Und ich werd ab jetzt Shit-Talking einfach so Reaction-YouTuber. Und jetzt react ich auf den Stream. Nee, was für ein scheiß Stream. Wisst ihr, dieser Stream ist sehr schlecht. Max ist wirklich most toxic. Sag ich doch. Most toxic Award von uns allen geht auf jeden Fall an Max. Okay. Leute, es war mir wieder eine Ehre, mit euch spielen zu dürfen. Babys. Irgendwann werden wir weiterspielen. Mhm. Dann mit richtig irgendwann geilem Internet. Hat man nicht mehr. Mal die andere D&D-Kampagne. Der Stream ist immer noch stark. Oh ja. Und jetzt hören wir auf mit diesem Stream. Bye bye. Tschüssi. Komm, wir machen nochmal unser tolles Intro, was dann bestimmt auch stockt. Tschüssi. Tschüssi, Babys.